Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Okay, es ist gerade wieder alles clear geworden. Ja, ist ja gut, geh da raus. Geh da raus, ist ja okay. Ich werde dann doch nochmal eben schnell speichern. Wusstest du eigentlich irgendwas? Sagst du mir dazu was? Nick, are you okay? Ja, ja. Noch? Ja. Noch. Ja, komm, machen wir nochmal einen neuen Pfeil, ist ja egal. Do it for me, Snake. Oh, wir sollen es für dich tun, bist du niedlich, du kleine süße Maus. Okay, folgen wir Liquid und machen ihn hoffentlich fertig. Ich! Ah, natürlich muss das genau jetzt passieren, dass ich jetzt niesen muss, geil. Na, warte. Oh, Cutscene. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech President and Decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech President and Decoy Octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles! You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you.
Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Das frage ich mich allerdings auch. Nicht gut. Okay, Bossfight. Ja, was ist passiert? Wir haben jetzt wirklich definitiv herausgefunden, dass wir Zwillinge sind. Allerdings nicht identische Zwillinge. Liquid war halt irgendwie zuerst gemacht worden. Und ich war aber trotzdem bevorzugt. Also unser lieber Snake war bevorzugt, weil... Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ach, Hilfe. Nein, ich habe keinen Corona, alles gut. Was ich sagen wollte, Liquid war anscheinend nur gemacht worden, um uns wiederum herzustellen. Und deswegen hat er auch gesagt, kannst du dir vorstellen, wie scheiße es ist, genau das zu wissen seit dem Tag, an dem du geboren wurdest? Und dann so, ja, ist scheiße. Und ja, der Vater, Big Boss von uns, der war halt anscheinend wirklich eine richtige Drecksau, kann man nicht anders sagen. Und Liquid wollte ihn eigentlich töten. Und wir haben Big Boss ja getötet. Und da hat er gesagt, jetzt hast du mir auch noch die Chance auf Rache genommen. Deswegen ist doch alles Kacke. Oh Mann, der Typ tut mir eigentlich leid. Hat er ja auch gesagt, so von wegen, ja, du bist wie Naomi. Und dann so, ja, aber ich bin auf jeden Fall nicht, vielleicht ein bisschen, aber ich bin auf jeden Fall nicht wie du. Und dann so, ja, jetzt willst du irgendwie das Werk deines Vaters, unseres Vaters vollenden. Ist das jetzt irgendwie das Zeichen von Liebe? Liebe? Es ist Hass! Ich werde jetzt das alles hier zu Ende bringen. Ich werde ihn zerstören. Wo ich mich auch frage, wieso? Der ist doch schon tot. Was willst du von ihm zerstören? Seine Leiche auf irgendeinem Friedhof? Oder was? Das frage ich mich gerade wirklich. Das war so ein bisschen komisch. Und er hat irgendeinen Satz kurz in Französisch sogar gesagt gehabt. Das war sehr interessant. Und anscheinend ist es so, dass wir anscheinend sogar für den Tod des DARPA Chiefs und so verantwortlich sind, weil wir wurden mit Foxdie infiziert, er aber auch und auch Ocelot. Und uns dreien ist aber nichts passiert. Das heißt, wir drei scheinen immun gegen Foxdie zu sein. Er hatte auch gesagt, ja, wenn du ja noch nicht tot bist, muss ich mir auch keine Sorgen machen, denn unsere Gene sind absolut identisch. Und wir sind aber anscheinend der Überträger, ohne selber befallen zu sein. Deswegen, als wir in die Nähe kamen vom falschen DARPA Chief und von dem anderen Typi, haben wir die anscheinend mit Foxdie angesteckt und daran sind die gestorben. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber müsst ihr wahrscheinlich gar nicht, weil ich es bis dahin wahrscheinlich selber schon weiß. Also ich werde mir auf jeden Fall... ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal komplett auf Deutsch geben, auf YouTube, diese Cutscenes, um das ganz nochmal zu verstehen. Für mich auch einfach so. Solltet ihr vielleicht auch tun, wenn ihr kein Englisch könnt. Aber weitestgehend habe ich es ja, wie gesagt, verstanden. Und jetzt müssen wir ihn irgendwie fertig machen. Darf ich nochmal speichern? Oh je. Ja, das war mir klar, dass du nichts tun kannst, Süße. Alles in Ordnung. Habe ich auch nicht erwartet von dir. Ist alles okay. Come on, Snake, you can do it.
I hope so. Was ist mit dir, mein Freund? Kannst du mir was sagen? Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Dachte ich mir. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors, do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded? Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First, I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right! If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon. Bester Freund ever. Definitiv. Gut, dass ich das verstanden habe, was ich tun muss. Er kann mir wirklich immer helfen. Bester Freund, wie gesagt. Okay, also. Linken Arm, wenn ich das richtig verstanden habe. Frage ist von mir aus oder von ihm aus, aber werde ich ja gleich sehen. An einem von beiden Armen von Rex, also von... Hi Rex. Nee, von Metal Gear hier auf jeden Fall. Aber es heißt ja auch Rex, deswegen ist es nicht falsch. An einem der beiden Arme ist halt etwas, was aussieht wie ein Schild. Und das ist halt ein Radar quasi. Und wenn ich das zerstöre mit dem Stinger, dann... ist er quasi blind. Dann kann mich die Maschine hier nicht so gut orten. Und dann öffnet sich wahrscheinlich auch das Cockpit, wo halt unser Liquid drin sitzt. Deswegen, ich muss zwei Stingers dann quasi benutzen. Einmal halt, um den Schild zu zerstören, dieses Radar. Und dann, um ihn selber zu zerstören, daraus zu bomben. Ich hoffe, das kriege ich hin. Aber Stinger ist ja meine stärkste Waffe. Deswegen, damit habe ich ihn ja schon einmal zerbombt quasi. Und ja. Vor allem das Niedliche ist ja wirklich, ne, dass er auch so gesagt hat, so, ja, also hast du es mit einem Schwachpunkt irgendwie tatsächlich hergestellt, also beziehungsweise nicht er. Es wurde mit einem Schwachpunkt hergestellt und dann so, nein, das ist kein Schwachpunkt, das ist einfach ne Charakterschwäche eher. Und dann so, was zur Hölle? Und dann so, ja, Menschen mögen doch Sachen eher mit Charakter, oder nicht? Und dann so, ja, denke schon, ich schulde dir was, Kumpel, ne, alles gut. Aber das finde ich ja irgendwie mega niedlich, dass sie einfach nach so einer Kampfmaschine ausgerechnet so einen Charakter geben wollten. LOL, aber okay. Quicksave und let's go. Ah ja, hier. Genau. So, Stinger. Wo ist meine Stinger? Stinger, 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 Stinger. Oh, ich muss da mehrmals drauf schießen. Ah, fuck. Fuck. Wieso kann sich das so gut mitdrehen? Das finde ich nicht nett. Aber okay, warte mal. Ich rüste mal ansonsten noch meinen Körperschutz aus, auch wenn er mir gefühlt nichts bringen wird. Wolltest du gerade was sagen? Schon. Komm. Nice. Did that do it? Oh nee. Hurry! Get away! Grey Fox, the name from long ago. It sounds bad.
that's with a deep throat. So it is you. You're a terrible snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Nein, was soll ich nur tun? In front of you, I can finally die. No good. I can't do it. I'm dissatisfied. No, I can't I'm do it. Taken from the battle. It's neither good. Truly I alive can't do it. Nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon, soon, it will finally. Du verdammte Drecksau. Scheiße. Scheiße, ey. Boah, ist das mies. Das ist alles so extrem mies.
Oh. Also wie der jetzt auch gestorben ist, der Fox, das war jetzt wirklich extremst brutal. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung auch. Ich wollte es sogar beenden. Ich wollte auf Liquid schießen und Snake, aber ich habe die Schießtaste gedrückt sogar wirklich. Ich wollte ein getreuer Soldat, sag ich mal, sein. Und nicht auf meine Gefühle hören, aber Snake hat sich so verändert, wirklich. Der ist so nett geworden. Der hat auch gesagt, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht tun, ich mach das nicht. Weil hätte ich geschossen, hatte Liquid ja auch gesagt, kannst du wirklich schießen? Du würdest ihn auch damit umbringen. Sack! Wirklich, du verdammter Dreckskerl. Scheiße, ey. Das ist so böse. So böse. Aber warum hasst Fox mich nicht? Ich habe ihn doch quasi zum Krüppel gemacht. Er ist ein zum Tode Verurteilter in diesem Anzug gewesen. Er konnte kaum noch was tun, auch wenn er da durch den Anzug halt sehr stark und schnell war und alles, aber warum hat er mir jetzt wirklich geholfen? Warum hasst er mich nicht einfach? Das wäre einfacher. Jetzt hat er mir echt nochmal am Schluss geholfen. Er hat quasi, ja, wie Liquid schon gesagt hat, das stimmte schon irgendwie. Er hat den Tod quasi gesucht und der Tod hat ihn gefunden. Beziehungsweise er hat dafür quasi gebetet, um den Tod sogar zu finden. Und jetzt hat er ihn gefunden. Aber auf sehr grausame Art und Weise halt. Das hat er nicht verdient. Und das Heftige ist, dass Snake ihn ja noch gebeten hat, Naomi quasi aufzuhalten. Ihr zu sagen, was Sache ist. Der hat gesagt, das kann ich nicht tun, denn ich bin derjenige, der ihre Eltern getötet hat. Aber er konnte es damals nicht über sich bringen, auch Naomi zu töten, also hat er sie mitgenommen. Und sich das aber ewig auch vorgehalten und sie schlecht gefühlt. Von außen waren sie halt glückliche Geschwister, aber immer wenn er sie angesehen hat, hat er die Augen ihrer toten Eltern halt gesehen, die ihn zurück angestarrt haben. Boah, ist das scheiße. Und wir sollen Naomi halt von ihm ausrichten, dass er es gewesen ist. Boah, ist das scheiße. Ich bin gerade so traurig. Das geht doch nicht. Ich will den Kerl einfach nur fertig machen. Oh, Dacon, was sagst du dazu? Ach du Scheiße. Sehr beruhigend. Und wie kann ich diesen Laser jetzt aufhalten? Ich meine, bei meinem Kumpel Fox hat er jetzt den Arm mal eben abgesägt. Was soll ich tun? Nochmal speichern erstmal, das ist denke ich, mal ganz gut. Kann ich ihn nicht einfach anfunken? Hey, wie geht's? Wie geht's dir drin? Auch keine Antwort, das war enttäuschend. Wer hätte damit gerechnet? Wer war Deep Throat eigentlich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wer warst du? Achso, keine Antwort. Deep Throat war, glaube ich, einfach nur mein Freund, ne? Nastasha, was ist mit dir? Ja, wenn ich meine Kugeln also vom Stinger verschieße sinnlos, dann habe ich keine Chance zu gewinnen. Danke für diesen Tipp. Colonel, noch irgendwelche Sachen, die Sie mir zu sagen haben? Colonel, Fox is dead. I know. God rest his soul. Even a soldier needs more to live for than just fighting. Maybe if he'd found something else, he wouldn't have been so haunted. He was too simple, too pure. There was nothing in this world for him to believe in. So he chose to believe only in himself. I guess you're right. A man like Fox is really only looking for his death. Yeah. But if you ask me, there's no happiness to be gained in death. No peace either. I'm gonna leave here alive. Good. I want that too. Das war jetzt schön. Ja, jetzt hat er ihm Bescheid gesagt, einfach nur, ja, Fox ist tot. Ja, weiß ich schon. Ich hab das mitgekriegt. Und ja, ein Mann wie er hat wohl wirklich nur nach dem Tod gesucht. Dann,
Ja, aber wenn Sie mich fragen können, ne, ich werde hier auf jeden Fall nicht draufgehen. Ich werde diesen Ort lebend verlassen. Ich werde überleben. Also gut, das ist auch das, was ich will. Schön, freut mich. Speichern. Boah, ist das alles scheiße. Snake, are you okay? Noch ja. Noch. Win, Snake, win. Ich gebe mir Mühe. Wirklich. Oder um es mit 6 Worten zu sagen, I'm trying. I'm trying. Aber okay. Wir sind hier nicht bei Crisis Core, wir sind hier bei Metal Gear Solid. Aber ich krieg irgendwie gerade Bock auf Crisis Core durch dieses Spiel, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich auch wegen Armee, Soldat und Kämpfen und sowas, ne? Auch wenn ich da nicht mit Schusswaffen kämpfe, aber egal. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall einfach ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich muss den Part ja mal hier beenden, sonst wird's wieder ein 40-Minuten-Part oder so. Und ja, wir sehen uns hier im nächsten Part auf jeden Fall. Hilfe, meine Stimme. Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Obwohl ich nicht aufhören will. Auf jeden Fall, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut, ihr Lieben. Und ja. Wir werden auf jeden Fall den Tod von Fox rächen. So viel ist sicher. Und hoffentlich auch Meryl noch wiedersehen, dass sie nicht irgendwie tot in der Ecke hinterliegt. Aber wir haben die Folter hier überstanden. Dank Solar Gaming. Von daher sollten wir das Happy End auch kriegen mit ihr. Und gemeinsam mit ihr lebend hoffentlich diesen Ort verlassen. By the way, ich hoffe, dass ich sie nicht auch versehentlich mit Fox Dye anstecke, ne? Just saying. Aber daran wollen wir jetzt mal nicht denken. Weil wir haben hier schon so viel mit ihr zu tun gehabt, auch wirklich engen Körperkontakt. Deswegen, sie wäre dann, glaube ich, auch schon längst tot. Deswegen, passt. Wenn wir sie wiedersehen, dann wird sie auch überleben. Okay, ihr Lieben. Das war das Schlusswort zum Sonntag, beziehungsweise zu diesem Part. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.